das Sinn macht. Also, hier will was zu kaufen. Das könnten wir mitnehmen. Und dann würde ich aber, glaube ich, tatsächlich erstmal zum Ort des Geschehens reisen. Das wäre Hermes Ave, Scarlet Street. Hier irgendwie Olive, ne? Irgendwo hier. Ist auch noch ein M. Aber hier müssten wir dann nachher hin. Ah gut, dann kaufen wir erstmal schnell, was wir da kaufen können. Wir sind ja jetzt reich. Extra, extra! Ridley rubbed out! The General's son murdered by another Marine! Interested in some Cordona news? Ja, zeig mal her. Ridley ausradiert. Da geht's um unseren letzten Fall. Page. You won't regret it. Schauen wir mal. Konsequenzen. Der plötzliche Tod von Mark Ridley, Sohn des Generals Arthur Ridley, sorgte auf Cordona für große Bestürzung. Die Polizei nahm kurze Zeit später einen anderen Matrosen der Krone namens Anthony Harris fest, der im Verdacht steht, seinen Kameraden ermordet zu haben. Ach, okay. Das ist jetzt, weil wir das Ganze Mycroft und seinen Agenten überlassen haben. Und gesagt haben, ja, hier, der eigentliche Mörder stammt aus einer einflussreichen osmanischen Familie. Und da wollten wir eben, ja, haben die sich scheinbar dafür entschieden, nicht das Ganze auf den eigentlichen Mörder zu schieben, sondern haben es jemand anderem untergeschoben. Mr. Harris wurde auf seinem Posten unweit des Brückenturms der Altstadt aufgefunden, nur wenige Meter vom Tatort entfernt. Nein, das war der, der uns reingelassen hat, bestimmt. Die Polizei ließ verlauten, dass dieser schändlichen Tat aller Wahrscheinlichkeit nach ein triviales Motiv zugrunde liegt. Neid. Mr. Harris beteuerte seine Unschuld, konnte die Geschworenen jedoch nicht überzeugen und wurde zum Tode Oh mein Gott. Oh, ich hasse die Entscheidung, die wir getroffen haben. Die ich getroffen habe, Entschuldigung. Mr. Ridleys Leichnam wird zur Beisetzung in seiner Heimatstadt Sebes überführt. Oh. Das ist jetzt unangenehm. Warum Mycroft? Warum? Ja, die Krone, die Krone. Einflussreiche Familie. Fantastisch. Wo sind wir eigentlich hier? In the district. Waren wir schon mal? Ja. My goods will brighten up your house. Ach, ich glaube, hier waren wir schon mal. So, Schminktisch. Ja, kaufe ich gerne. Enjoy your purchase. Ah ja, doch, das ist hier der Kathedralenplatz. Ich erinnere mich, hier waren wir schon mal. Gut. Ich hoffe, das ist für euch nicht zu verwirrend, wenn ich auch so ein bisschen immer zwischen den Fällen hin und her springe, einfach weil es gerade vom Ort her praktisch ist. Wir reisen mal dahin zum Wachturm. Ja, mal weg. So, in der Hermes Avenue. Zwischen Scarlet und der Olive Street. Also hier irgendwie bitte wohnen.
Gut, dann schauen wir gerade einmal, was dieses M bedeutet. So, hier einmal in den Garten rein. Ach, Entschuldigung, Mann. Ich bin aber auch ein Vollpatsch. Was bedeutet das mit dem M immer? Hier ist kein... Hier ist nichts. John, da ist nichts. You're never too old to play hopscotch. But are you brave enough to play our hard version on the stairs of the watchtower? Klar. So, wo ist das mit dem M? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ehrlich gesagt, ob wir mit jemandem reden müssen? Bin jetzt nicht sicher. Und es ist ja genau hier. Ja, der hier, der sieht verdächtig aus. Ich guck mal erstmal diesen Hinweis entfernen. Mr. Holmes, your brother sent me. Oh, terrific. Let me guess. A mission of global importance, a nation forever in my debt? Let's get this over with. I see the Holmes demeanor is genetic. Well then, this island is home to a seemingly innocuous astronomy professor named Jacob Haring. In high society, though, he's rather more infamous. He possesses a collection of scandalous materials that could compromise almost every aristocrat in Britain. And Haring recently got his hands on information that would expose one of our men. He agreed to return it, so long as he was paid a visit by a Holmes. Huh? And Mycroft was too busy watching the crown jewels? Fine. I'll visit Mr. Haring the moment I can spare the time. Just wait. The man is a loner. But a cunning one. This invitation implies he has something in mind for you. So be careful. And remember, I was never here. Erpressung nach Plan. Okay. Ist also tatsächlich auch wieder ein Auftrag durch Mycroft, aber scheinbar geht es ja da um einen Gegenspieler oder so. Ein Moriarty. Er lebt in Grand Surrey auf einem großen Anwesen mit einem Brunnen, nicht wahr? Okay, alles klar. Wenn wir wieder da sind, dann besuchen wir ihn mal. Wir sammeln mal die ganzen Fälle ein. Aber jetzt, oh, Entschuldigung, Kind. Komme ich bei dir durch? Gefunden. Excuse me, young man. Where do you think you're going? Greetings, ma'am. I'm looking for the... I don't care who you're looking for. You shall not pass. No visitors allowed. I wish to buy a painting from Mr. Boniface Mercurio. Is he at home? Dearie, tell me, because old age has made me blind. Did someone write Information Bureau on my forehead? Because I'm not here to answer your questions. Entry is for residents only. If you aren't a resident, please leave, or I shall report you to the police.
Ich muss mich verkleiden. Natürlich. Also muss ich jetzt aussehen wie er oder wie? Na, das wird ja lustig. Entschuldigen Sie, ich bin mal wieder weg. Das war ja ein kurzer Aufenthalt. Garderobe. Mann, warum kann ich mir das denn jetzt nicht neben meine Garderobe packen? Das nervt. Oh ja, übrigens neue Outfits durch die DLCs, aber ich glaube, ich verzichte. Ich verzichte. Gut, wir haben jetzt... Da müssen wir uns wahrscheinlich nochmal was ausleihen, zumindest was das Outfit angeht. Ansonsten... Keine Schminken. Ich bin ein Vampir. Oh, John. Ja, ich glaube, wir müssen doch noch einmal zum Kleidungshändler. Der ist passenderweise ist da einer und hinter uns auch. Ja gut, wir gehen zum Bazar einmal, weil wir da dann auch noch was kaufen können. Geradeaus, rechts. Don't pass by. Welcome. Decorate your house in Oriental style. Merhaba. It's a good day for a purchase. Gib mir meine Piratenpistole. Ja. May your purchase bring you joy. Haben wir jetzt schon alles? Zumindest haben wir alle gekauft, wo wir es entdeckt haben, ne? Aber es gibt ja noch Orte, wo wir nicht so ausführlich geguckt haben. Insofern müssen wir dann mal schauen. So. Let's pick something that suits you. Ja, okay, was brauchen wir? Ach, hier. Das ist doch genau dieses offene, offene Hemd, was der Herr trägt. Wunderschön. Dann würde ich mir das gerne einmal... Sollen wir es jetzt einfach kaufen? Werden wir das öfters brauchen? Ich habe jetzt Geld, aber... Ich leih es mir aus. Verstrubbelte Haare. Ja, das sind genau die Sachen, die wir brauchen. Ja, ich kaufe die mal. Strittenhaare, Haare, vielleicht brauchen wir die nochmal. Öfters, was hat der sonst noch gehabt? Ich würde gerne einmal nachgucken. Keinen Hut. Hatte nur so einen leichten, ja, Künstlerstoppeln hier. Ansonsten... Künstlerbräunungspulver, ja gut. Wie nett, dass das da schon alles steht. Sonst nichts, nee. Be careful with what you've taken. Sehen wir jetzt so aus? Ja, sieht schon eigentlich... Ich glaube, wir haben schon alles. Don't miss out on my unique clothes. Ja, das ist schon alles, was wir brauchen. Oriental rugs at a good price. Das
So, ich bin es, der Maler. Jetzt lassen Sie mich rein. Boniface, sweetie. Is that you? Ah, old age does terrible things to one's sight. I didn't recognize you at first. How are you, Mom? I'm ashamed to admit that I've lost my key. Do you have a spare? For heaven's sake! How many times will you lose that key of yours? Of course I have a spare. You artists all live in your own little world. Please, accept my thanks. I would rather accept your rent. Oh. You promised to pay me several weeks ago, and I'm still waiting. I will pay you, I promise, very soon. You'd better do, my dear. Or else I'll just change the lock. And I won't fall for those cow eyes. Das hat gut funktioniert. Wo ist die Wohnung? Oh. Das sieht nicht gut aus. Da ist unser Maler. Eieiei. Aunt May Whiskey, Brandy Bucks. Quite a collection he had here. The chest has been searched. Wie war das nochmal? Die Bilder in dem Keller, die angezündet waren, waren von ihm? Ist Teil eines Zyklus mit dem Titel Die Sabbatnacht auf Cordona. Ja, ich glaube, es ging darum, ne? Das waren seine Gemälde, das war auch sein Gemälde, was gestohlen wurde. Und irgendjemand wollte das ja kaufen. Er wollte es nicht verkaufen. Das ist Bild. Oder hat er das gestohlen? Red skin, tails on the back. Reminds me of Werder's description of the stolen painting. Jetzt bin ich gerade kurz verwirrt. Weil ich nicht mehr genau weiß, wie die Konstellation da war. I wonder where he got that fancy camera. Fehlendes Messer. Blaue Stofffasern. So. It appears the wine was truly awful. Despite the overall tendency towards mess, you cannot sit with the drawer pulled out like this. Someone left it after searching. Ist ein bisschen Blut. The blood has dried. I've heard of this style of painting. It is called expressionism. Ja. Kein Kommentar. Don't look at me like that, Sherry.
I will not touch that dirty floor. Ja gut, das kann ich auch verstehen. Ehrlich gesagt. The wound is precise. It was inflicted by a razor or a knife. Judging by post-mortem rigidity, the body lay here for one or two days. Hm. Ist das noch von der Schlägerei? Oh. Soaked in blood. It seems as if the puddle of blood was here before the rags. Jemand versucht, das noch aufzuwischen eventuell. Was ist das? Nichts Interessantes offenbar. Na komm. Was fehlt denn jetzt noch? Ach, das Messer. Aber wo ist die Wunde? Could be the murder weapon. A normal kitchen knife. Ach, die Wunde ist am Hals, oder? Ja, sieht so aus. Oha. Look at this, John. Isn't it our stolen demon? The photograph was not pulled out in time. Such a waste of material. Tja.